2023. Wir sind wieder mal in Stuttgart auf der Messe. Das ist die erste Messe des Jahres 2023 und die erste Messe hier in Stuttgart beginnt mit der CMT. Ja, wir sind hier in der Halle 1 und wie ihr seht, hinter mir Wohnmobile, Wohnmobile, Wohnmobile. Die interessanten Wohnmobile werden wir etwas näher beleuchten. Es sind auf der CMT insgesamt 1200 Fahrzeuge ausgestellt und wir lassen uns überraschen, was wir hier zu sehen bekommen. Ja, der Stand Fendt sind wir jetzt hier angekommen und von einer Mitarbeiterin bekomme ich jetzt einen Überblick, was Fendt hier alles anzubieten hat. Recht herzlichen Dank. So, da sind wir mal in dem ersten von der Firma Fendt. Aha, wir haben Nasszelle, wir haben Bett, Toilette, eine große Küche und einen kleinen Wohnbereich. Das ist wunderbar, um ein paar Tage Outdoor zu überleben. Ein Kühlschrank, wunderbar. Und Stauraum. Stauraum ist ja das Wichtigste, wenn man mit einem Wohnmobil unterwegs ist, dass man genügend Stauraum hat. Ja, wunderbar. Und Heizung. Hier kann man noch einen Vorhang mit. Nein, eine Schiebetür. Eine Schiebetür und schon ist das Bett weg. Gut, gehen wir zum nächsten. So, wieder mal ein Wohnmobil, aber wo gleich der Fahrer vorne dran ist. Das heißt, wir haben das Ganze mit Fahrzeug. Schön, da kann man den Fahrersitz rumdrehen und man hat Sitzmöglichkeit für den Wohnbereich, Küche. Auch wieder Stauraum, schön. Kühlschrank und oho. Und Gefrierfach. Das muss natürlich alles für den Transport auch sicher sein. Nassbereich, Dusche. Dusche, Toilette separat. Ja, und Schlafbereich kann auch getrennt werden. Und der Staubereich ist natürlich im Schlafbereich unterhalb festgelegt. Ja. Man hat in den letzten Jahren doch sehr viel neu gemacht hier.
kann es bei so einem Wohnmobil auch noch, oh, ich weiß gar nicht, wie das hier aufgeht. So, jetzt haben wir hier den nächsten Bereich, wo man auch noch mal Grillzeug und also den Grill und Tisch und Stühle mit reinpackt. Ja, schön. So, wir sind jetzt hier bei der Firma Cabanon. Das ist eine Firma, die hat Zeltanhänger. Und ich bin ja ein leidenschaftlicher Zelter, Sommerzelter, Winterzelter. Also für mich ist Zelten kein Problem. Aber die letzten Jahre sind auch die Zelte etwas größer geworden. Das müssen wir doch mal auch hier näher unter die Lupe nehmen. Sehr schöne Zelte oder Zeltanhänger sind hier entstanden. Ja, da müssen wir mal gucken. Bei einem Zeltanhänger ist es natürlich so, man hat einen kleinen Anhänger hinten am Auto dran, wo ich jetzt reingehe. Das ist der eigentliche Anhänger. Und der Anhänger ist Schlafbereich. Man klappt das zusammen, das ganze Zelt ist im Anhänger mit drin. Man hat hier Schlafbereich rechts, Schlafbereich links. Man kann 4 Leute hier reinbringen. Das Zelt ist zum Anhänger integriert. Man sieht eine kleine Küche und Wohnbereich und man hat noch ein gewisses Vorzelt für schlechte Tage, dass man trotzdem draußen essen kann. Es ist sehr geräumig, dass man beim Anhänger, beim Wohnwagen natürlich nicht hat. Und es ist schnell zusammengebaut. Es ist natürlich immer die Frage, das ist nur Stoff, das andere ist massiv. Hier muss man eventuell für Frostbeulen noch einmal etwas zuheizen. Das hat man beim Wohnwagen nicht. Aber sehr schön. Kleiner Schlafbereich da hinten, Wohnbereich, ein kleines Sofa und ein großes Vorzelt zum Essen und Spiele spielen. Das ist doch optimal für Kinder. Eine Outdoor-Küche hinten angebaut. Outdoor-Küchen sind die letzten Jahre sehr explodiert, weil jeder muss sie eigentlich haben. Ja, ich bin jetzt hier am Stand Detlefs angekommen und habe mir einen verantwortlichen Pressemitarbeiter geschnappt. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, an diese Leute ranzukommen. Wir haben vorher schon mal etwas gesprochen, weil wir haben uns so die einzelnen Mobile angeschaut. Und wir sind jetzt hier an einem Fahrzeug stehen geblieben, wo alles neu ist. Da brauche ich jetzt mal ein bisschen Erklärung. Ich bin schon etwas älter und muss sagen, ich kenne Wohnmobile, ich kenne Zelte. Was ist an diesem Wohnmobil, wo wir jetzt hier davor stehen, alles neu? Gut. Ich hoffe, Sie haben so viel Zeit. Ja. Also, die Grundidee in diesem Fahrzeug ist, es ist ein Reisemobil, aber ein Kompaktreisemobil. Heute aktuell in der ganzen Caravaning-Branche geht es sehr viel darum, kompakte Fahrzeuge zu haben. Die Campervans, also die Kastenwagen, liegen sehr stark im Trend, weil sie eben einfach kompakt sind. Alltagstauglichkeit spielt so eine Rolle. Ich möchte flexibel sein, auch mal einen Parkplatz finden und so weiter. Und da ist im Augenblick so ein ziemlicher Hype um dieses Thema Kastenwagen. Und wir präsentieren mit dem Globus jetzt ein kompaktes Reisemobil, was
was ein bisschen so die Grenzen verschwimmen lässt zwischen Kastenwagen und dem Reisemobil. Wir haben ein Reisemobil, aber trotzdem kompakte Maße. Das Reisemobil ist zum Beispiel nur 2,20 Meter breit, also schmäler als ein normales Reisemobil. Ich bekomme den schon ab 5,99 Meter Gesamtlänge. Also da bin ich unter 6 Meter, da finde ich auch noch einen Parkplatz irgendwo. Und aber ich habe trotzdem ein echtes Reisemobil mit den Vorteilen eines Reisemobils. Dass ich mehr Bewegungsspielraum habe im Fahrzeug. Ich kann mit diesem Fahrzeug aufgrund der guten Isolierung auch im Winter unterwegs sein. Und das sind einfach so Punkte, wo wir sagen, ja, da können wir den einen oder anderen Interessenten eines Kastenwagens vielleicht auch für ein kompakt Reisemobil begeistern, weil er sagt, ja, der Kastenwagen ist vielleicht doch ein bisschen zu eng, ich möchte auch mal im Winter unterwegs sein. Und deswegen ist das hier einfach so ein guter Zwischenweg, sage ich einfach mal. Ja. Es ist ja so, wenn ich jetzt, egal ob ich mit einem Zelt unterwegs bin oder einem Reisemobil unterwegs bin oder einem Kastenmobil, viele Familien wollen auf die Gegebenheiten nicht verzichten. Sie haben dann Fernsehen mit. Wenn ich autark sein möchte, brauche ich Wasser, ich brauche Energie. Ja. Wie sieht das da damit aus? Genau, das ist auch ein Thema, wo wir hier einen neuen Weg gehen. Das klassische Reisemobil hat zwei große 11 Kilogramm Gasflaschen, mit denen betreibe ich die Heizung, mit der kühle ich, mit der koche ich. Und in dem Fahrzeug gehen wir ein bisschen einen anderen Weg. Wir haben eine Dieselheizung drin, sodass ich da schon mal kein Gas brauche. Der Kühlschrank funktioniert mit Strom, das ist ein Kompressorkühlschrank. Und nur noch zum Kochen habe ich einen Gaskocher drin. Deswegen reicht mir da so eine kleine Gasflasche. Das sorgt schon mal dafür, dass ich ein gewisses Maß an Autarkie habe, im Punkto, dass ich unabhängig von Gas werde. Gleichzeitig habe ich heute natürlich die Möglichkeit, eine Solaranlage drauf zu packen. Das ist heute beinahe schon Standard. Ich habe natürlich tolle Möglichkeiten, über Lithium-Ionen-Batterien auch mich stromtechnisch autark zu machen. Und das sind natürlich auch Dinge, die heute immer mehr Standard werden, sowas einzubauen. Weil die Leute einfach auch mal ein paar Tage autark stehen wollen, ohne dass sie gleich Strom anschließen müssen. Gell? Und da gibt es aber heute einfach tolle Möglichkeiten, gerade mit den Lithium-Ionen-Batterien. Die sind leicht, haben eine hohe Kapazität. Die haben viele, viele Vorteile. Ja, dann wollen wir doch mal reinschauen. Ja, das machen wir. So, dann bleibe ich gleich mal hier auf der Fahrerseite sitzen. Sie dürfen sich ruhig setzen. Das kenne ich so auch noch nicht. Das habe ich nur die letzten Jahre gesehen, dass man diese Sitze auf einmal drehen kann. Man hat diese zum Wohn-Essbereich. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Idee. Früher waren die Sitze alle in Fahrtrichtung und damit war... Ja, also der Klassiker früher war eigentlich so eine Gegensitzgruppe, wo ich dann hier eine Sitzgruppe in Fahrtrichtung hatte, einen Tisch und dann nochmal eine separate Sitzbank und dann Fahrer- und Beifahrersitz. Aber es geht da wirklich einfach immer mehr in diese Richtung, dass man kompakt sein möchte, wie wir gerade schon gesprochen haben. Und dann habe ich eben hier, man sagt halb Dinette, weil es eigentlich nur eine halbe Sitzgruppe ist und die andere Hälfte entsteht, indem ich Fahrer- und Beifahrersitz drehe. Spart mir natürlich einfach Länge. Also wir sind jetzt zum Beispiel in einem Fahrzeug mit 5,99 Meter Gesamtlänge. Und das ist einfach kompakt. Gell? Ja, unser Kameramann wird das ja nachher noch in die andere Richtung mal beleuchten. Wir haben zum Beispiel hinter dem Kameramann ist ja Doppelbett quer, genau, und wahrscheinlich unter dem Bett Stauraum. Ist Stauraum. Dann haben wir ein Bad, ein Schwenkbad. Ja. Auch da geht es darum, auf möglichst kleinem Raum viel Funktion zu bieten. Ja. Und in diesem Bad ist es zum Beispiel einfach eine pfiffige Lösung, dass ich ein normales Bad habe, in dem ich mich waschen kann, wo ich auf die Toilette gehen kann. Und wenn ich zum Beispiel duschen möchte, dann schwenke ich einfach die Rückwand herum und so entsteht auf gleichem Raum plötzlich aber eine Duschkabine mit festen Duschtrennwänden. Und da kann ich ganz komfortabel drin duschen. Und ja, da gibt es jede Menge an solchen Dingen, immer mit der Idee, wie kann ich einen Raum vielleicht sogar multifunktional nutzen. Mal so, gell? Und das sind so Kleinigkeiten bis hin hier zu einer Arbeitsflächenerweiterung.
Die klappe ich aus, wenn ich irgendwie schnippeln und kochen möchte. Ja. Und ansonsten klappe ich sie einfach weg, dass sie mir nicht im Weg rumgeht. Ja, der Kochbereich, Küchenbereich ist natürlich dementsprechend auch für jede Frau schnell zugänglich. Für jede Frau und Mann natürlich. Oh, Entschuldigung, ja, jede Frau und Mann, weil ich koche ja eigentlich auch. Kühlschrank gleich griffbereit, Fernseh, Oberlicht. Viel spielt auch die Beleuchtung im Fahrzeug eine Rolle. Früher, ich kenne es noch mit Gaslampe. Wir haben mit Gaslampe Licht gemacht, da musste man einen Strumpf extra besorgen dafür. Ja, es hat sich sehr viel getan, wo man. Gerade in der Beleuchtung legen die Kunden auch immer mehr Wert darauf, dass auch eine gewisse schöne ambiente Beleuchtung entsteht. Gut, hier hat man natürlich das Messelicht darin, aber ansonsten, wir sehen es hier oben zum Beispiel unter dem Dachschrank, haben wir so indirekte Beleuchtung, sodass ich abends, dass es nicht immer total hell ist, sondern dass ich am Abend eben auch einmal ein bisschen heimelige Lichtatmosphäre schaffen kann. Da gibt es natürlich mit dem LED-Licht, das ist natürlich zum einen sparsam, geht wiederum um Autarkie, aber die LED-Beleuchtung ist natürlich so sparsam, dass ich da gar kein Problem mehr habe. Und ich habe natürlich viele, viele Möglichkeiten, gerade über diese indirekte Beleuchtung auch an Stellen Licht zu setzen, wo dann eben so eine gesamtambiente Beleuchtung entsteht. Ja, und wenn wir gerade über die Küche gesprochen haben, voll ausgestattete Küche, das gehört heute einfach mit dazu. Viele diskutieren darüber, brauche ich einen Zweiflammen-Gasherd, einen Dreiflammen-Gasherd, aber da scheiden sich schon ein bisschen so die Geister. Was ich hier noch habe, ist ein Kompressorkühlschrank. Wir haben vorher kurz mal drüber gesprochen. Da gibt es also den klassischen, ist heute eigentlich immer noch so ein Absorberkühlschrank, der mit Gas läuft. Und diese Kompressorkühlschränke haben halt einfach den riesen Vorteil, dass ich eine bessere Kühlleistung habe. Der ist sehr, sehr effizient, wie er die Energie verbraucht. Ich schalte ihn ein, eine Stunde später ist er schon kalt und selbst auch wenn hohe Außentemperaturen sind, kühlt er fleißig durch. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich vermute, was sich immer mehr und mehr durchsetzen wird, dass man hier mit Kompressorkühlschränken dann arbeitet. Gell? Und dann in Kombination mit einer Zusatzbatterie, mit einer Lithium-Ionen-Batterie, mit Solarpanelen auf dem Dach, dann bin ich auch wirklich komplett autark und kann eine Woche auch dann freistehen. Eine Frage noch, was wahrscheinlich viele interessieren wird. Was wäre der Preis in etwa? Weil es gibt ja viele Extras, die man dann separat bezahlt. Der Grundpreis von dem Fahrzeug? Da fangen wir so bei 57.000 Euro an. Okay. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich. Und wir schauen weiter. Alles klar. Sehr gerne, vielen Dank. So, jetzt sind wir auf dem Stand Hümer und wir haben wieder ein dementsprechendes Wohnmobil gefunden mit einer Glasdusche, Waschbereich, Schlafbereich abtrennbar, Stauräume überall, Toilette separat, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle. Jede Menge Stauräume, beleuchtet, eine wunderschöne Küche mit Ceranfeld, Gaskochfeld, einem Gewürzregal, sehr schön. Aha. Ja, wir sind jetzt in der Halle 2 am Concorde-Stand und wir haben einen Liner gefunden aus der Luxusklasse und den dementsprechenden Sprecher da dazu. Ich habe schon gesehen, der Liner hat eine Pkw-Plattform zum Ein- und Ausfahren. Können wir denn da mal
einen kleinen Blick ins Fahrzeug werfen. Sehr gerne. Und Sie stellen einfach mal Ihr Fahrzeug vor. Genau, also da haben wir einen Liner 1060 EI. Das ist so die zweitgrößte Modellreihe, die wir haben. Der größte Modellreihe oder luxuriöste Modellreihe ist der Centurion. Bei dem handelt es sich um einen Garagenwagen mit der neuen Garagenplattform. Also da stellt man das Fahrzeug dann hinten direkt auf die Plattform. Die Plattform wird hydraulisch reingezogen und dann geht die Klappe zu. Wollen wir uns gleich mal die Plattform anschauen? Ja, natürlich. Ja, wir werden jetzt gleich die nächsten Sekunden sehen, wie der Liner das Fahrzeug einfährt bzw. ausfährt. Das Fahrzeug ist dann komplett im Mobil verschwunden. Ja, Kameramann, komm ruhig mal her, da kannst du mal schauen, wie viel Platz dann im Fahrzeug noch drin ist, obwohl das Auto drin steht. Also Concorde hat nicht nur Wohnmobile, sondern auch Garagen. Ja. Ja, das Auto ist jetzt komplett im Wohnmobil drin. Genau. Und es kann dann auf große Touren gehen. Ganz genau. Und in der Plattform, das ist jetzt auch ganz neu, kann man verschiedene Modelle anpassen. Wir haben den Smart E-Smart, dann den Fiat, den Abarth und den Fiat E, wie wir jetzt da zu sehen. Als Alternative kann man das Ganze da auch umbauen, noch für Quad zum Beispiel, wenn man nur Quad mitnehmen will oder Motorräder, passen bis zu 3 Motorräder auch auf die Plattform. Und links und rechts haben wir auch noch in den Garagen einen Fahrradhalter. Also dass man links und rechts dann noch Fahrräder mitnehmen kann und das dann komplett ein- und ausfahren kann. Hier sind nochmal separat irgendwelche Kopfstützen verbaut. Das Fahrzeug ist ein hat eine 4-Personen-Zulassung. Mhm. Und das sind dann quasi die Kopfstützen für Person 3 und 4, die dann im Wohnraum mitfahren. Was für Ausmaße haben wir denn hier von dem Fahrzeug? Das passt ja nun nicht in jede Garage oder jeden Parkplatz. Richtig, das Fahrzeug ist ein 1090 GI und der ist dann knapp 11 Meter lang. Die Breite ist 2,80 Meter und die Höhe ist knapp 4 Meter. Und was ja sehr viel immer erfragt wird, dieses autarke Camping, funktioniert. Also jede Menge Solarzellen auf dem Dach. Auch mit Gas, also unser Zaran-Kochfeld, Gaskochfeld, das betreiben wir dann natürlich mit Gas, wie schon der Name sagt. Der Kühlschrank ist ein Absorberkühlschrank, funktioniert auch mit Gas. Mhm. Die restlichen Komponenten funktionieren über Strom, wir haben Lithiumpakete drin und kann natürlich auch entsprechend Photovoltaik aufs Dach setzen. Ja. Wie lange kann der Bus dann oder das Mobil autark bleiben? Also bis zu, je nachdem, was für ein Wasserverbrauch das man hat. Wir haben 380 Liter Frischwasser dabei und je nachdem, wie man sich einschränkt, kann man da schon locker mal eine Woche, eineinhalb Wochen autark auf jeden Fall stehen. Ja, das ist eine Hausnummer. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal den guten Liner von innen an. Wenn man die Treppenstufen hochgeht, dann befindet man sich gleich im Wohnraum. Wohnraum bietet jetzt in dem Fall jetzt die Barsitzgruppe. Ist ein fester Tisch, den man dann noch ausziehen kann, 3 drehbare Sitze und auf der gegenüberliegenden Seite dann die Couch für den gemütlichen Fernsehabend. Ich habe gesehen, jetzt beim Hochgehen, das Fahrzeug hat Zwillingsreifen hinten drauf, das heißt LKW-Führerschein wahrscheinlich Pflicht? Pflicht, ganz genau. Das ist der CE, den man für das Fahrgestell braucht. Da haben wir den Mercedes Actros drunter. Der hat 18 Tonnen Gesamtgewicht. Da ist der LKW-Führerschein Pflicht, genau. Stauraum natürlich wieder für jede Hausfrau oder Hausmann ist sehr gut. Mehr als genug, genau. Ja.
Wir haben dann in den Oberschränken dann eben da komplett Klappen dran mit Verschluss natürlich, dass auch nichts rausfallen kann, Fachböden drin. Wir haben dann da hinten dann auch nochmal verschiedene Fächer für den Küchenbereich. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch der Apothekerauszug in der Küche. Haben wir gleich zweimal. Ja. Also da bringt man alles, was das Küchenherz oder das Kochherz begehrt, eigentlich unter. Und natürlich dann auch noch verschiedene Schubkästen, auch im Küchenbereich selbst. Und was die Hausfrau natürlich freut oder auch den Hausmann, das ist natürlich dann die integrierte Spülmaschine. Oh, oho. Da kann man das, wenn man dann quasi schön gekocht hat, alles dann rein, muss sich nicht groß mit Spülen kümmern. Genau. Dann im hinteren Bereich sind wir dann im großen im Badebereich. Wir haben die Duschen oder Duschkabine hat eigentlich Haushaltsgröße, also 60 auf 60. In dem Fall haben wir jetzt dann auch noch die Regenwalddusche, sprich kompletter Duschkopf von oben und auch noch eine Stange jetzt integriert, dass wenn man im Winter unterwegs ist zum Beispiel, dass man dann auch die nassen Jacken aufhängen kann, dass die dann schön im Bad trocknen. Und ja, Porzellantoilette natürlich mit an Bord und Mineralstoffwaschbecken. Genau. Auch wieder sämtliche Staumöglichkeiten, großer Kleiderschrank und dann im Heck des Fahrzeugs befindet sich dann der Schlafraum, Schlafbereich. Der ist jetzt in dem Fall etwas niedriger durch die Garage, die wir im Heckbereich noch integriert haben. Und im Heck ganz hinten sind dann auch noch einmal relativ tiefe Stauräume. Genau. Ja, das nenne ich mal Urlaub im höheren Niveau, in der Luxusklasse. In der Luxusklasse, genau, da sind wir jetzt hier angekommen und ich glaube, so macht auch Urlaub dann Spaß, ohne im Hotel zu sein. Ganz genau, man hat sein eigenes Hotel dabei. Ja. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt hier an einem speziellen Stand aufgelaufen. Ich habe hier einen Kikeriki gefunden. Genau. Und zwar habt ihr hier die Dana Felsenland Werbung groß hier hingehängt. Was hast du mit dem Dana Felsenland denn zu tun? Genau, also ich bin der Hahn der Hahnfels-Tour. Wir sind nominiert bei den Wandermagazinen für Deutschland schönster Wanderweg 2023. Und ich bin der Hahn. Und wir bringen das Ganze zum Krähen. Okay, in welchem Preis habt ihr
da euch beworben? Ja, es ist also so, wir sind ja eine Wanderregion, Premium-Wanderregion. Es gibt insgesamt nur 5 in ganz Deutschland, oder besser gesagt in der Pfalz. Ja. Und wir sind eine dieser Premium-Wanderregionen und interessieren uns, oder besser gesagt bewerben sehr stark das Wandern und haben uns jetzt beim Wandermagazin für Deutschlands schönsten Wanderweg beworben. Da werden 100 Wanderwege vorgestellt in der Vorauswahl und letztendlich werden dann 15, das ist auf dieser Karte, werden dann 15 in die Endauswahl geschickt. Und jetzt hat man ab heute Zeit, bis Mitte Juni, den Deutschlands schönsten Wanderweg als Tagestour zu wählen. Und da sind wir unter den 15 Nominierten und da sind wir sehr stolz drauf. Und das ist in welchem Bereich? Von Deutschland? Also das Dahner Felsenland liegt südlich von Kaiserslautern, direkt an der französischen Grenze in der Pfalz. Und wir sind eine Grenzregion, die nach Elsass, also zu Frankreich, hinführt. Und wir haben auch gerade speziell bei unseren Wandervorschlägen, unseren Premium-Wandern, was wir hier anbieten, haben wir auch grenzüberschreitende Touren, sodass sie immer mal wieder nach Hive und Trübe kommen. So sagt man bei uns so schön im Elsässischen. Und wenn man dann abends eigentlich mit der Tour durch ist, gibt es dann ein Highlight. Einen Hahn zum Essen mit Pommes. So ungefähr, ja. Wir haben natürlich auch hier auf der Messe bieten wir die Erlebnisgastronomie an, wo wir halt auch den Gästen mitteilen, wo sie dann abends hingehen und wo sie vielleicht sogar unseren Hahn treffen. Aha, wow. Ja, das werden wir doch auf jeden Fall in Angriff nehmen, weil diesen Hahn auf dem Wanderweg zu finden, das muss... Das dürfte schwierig werden, ja. Vielleicht habe ich dann selber das Kostüm an, ich weiß es nicht. Also von der Größe her wird es auf jeden Fall passen, weil so kleine können wir da nicht in das Kostüm stecken. Ja, da habt ihr euch etwas sehr Schönes einfallen lassen. Das hebt einfach mal die ganze Stimmung hier auf der Messe. Ja. Man sagt, da gibt es die Fahrräder und Fahrräder und ihr sagt, hier ist Wandern und mit unserem Hahn zusammen bietet ihr das natürlich auch an. Wir wollten halt speziell, weil es eben die Hahnfels-Tour ist, das ist also alle unsere Premium-Wege haben halt einen Namen und das ist die Hahnfels-Tour. Da haben wir halt gedacht, das bietet sich an mit dem Hahn und vor allen Dingen halt auch, um die jüngeren Besucher ein bisschen anzulocken. Auf jeden Fall, ja. Da wird schon geschaut von den jüngeren Besuchern. Darf dir der Hahn ein kleines Souvenir anbieten? Ja, das macht er einfach. Genau, das mache ich. Genau. Das ist das sogenannte Hahnenfutter. Bitteschön. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Und sobald es unser Zeitfenster erlaubt, werden wir auf jeden Fall eure Tour auch einmal testen. Sehr schön. Würde uns freuen. Ja. Jetzt musst du die Karte noch einmal stempeln. Jetzt machst du einfach noch einen Stempel drauf. Genau. Und die Karte dann beim BW-Stand abgeben. So, jetzt sparst du den Weg. Jetzt kennst du die einschmeißenden Schlüsse in den Namen. Und was kann ich da gewinnen? Das weiß ich nicht. Ich habe einen schönen Kugelschreiber. Finde ich nicht mehr. Bei der Polizei geklaut. Davon. Also bei Fellbach Tourismus werden wir einen Schick kriegen. Na gut, mach ich. Thank you.
Hallo BB. Der Mann ist total gestört. Ja. Ja, das waren die Eindrücke von der CMT hier in Stuttgart 2023 und ich wünsche euch einen schönen Abend.